In diesem Short zeige ich euch, warum eine vordere Kreuzbandplastik keine Arthrose verhindert. Bis heute ist es nicht gelungen, die genauen Kontaktpunkte der Gelenkpartner mit einer OP wiederherzustellen. Selbst bei einer Verlagerung der Hauptbelastungspunkte von nur einem Millimeter liegen wir schon in einem Bereich mit beachtlich dünnerem Knorpel. Nun wird aus einer normalen eine schädliche Belastung für den Knorpel. Studien zeigen, Betroffene von Knieverletzungen ändern ihr Aktivitätslevel im Alltag, ihre Essgewohnheiten, Ernährung und Körpergewicht ins Negative. In Kombination mit verschiedenen Grunderkrankungen kann schnell ein gesteigerter systemischer Entzündungsstoffwechsel auftreten. Nicht so förderlich. Der Quadrizeps ist der wichtigste stabilisierende und bewegende Muskel für das Kniegelenk, für den Schutz und eine reibungslose Funktion. Defizite am Quadrizeps führen zu früher eintretenden Gelenksdegenerationen. Es lassen sich Bewegungsdefizite bei vielen Kreuzbandpatienten im Vergleich zu gesunden feststellen. Diese sind oft eine verminderte Beugung oder ein Defizit in der Streckung. Peace out, euer Physio for Real.